Hallo und herzlich willkommen zurück in Vintage Story, heute mit einem neuen Tutorial, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr zum Beispiel leckere Rüben und Kohl anbauen könnt. Ihr habt es erraten, es geht um das Thema Farming. Bevor ihr mit dem Farming loslegen könnt, benötigt ihr vier Dinge. Samen, Erde, eine Hacke und Wasser. Wie ihr eine Hacke herstellen könnt, habe ich euch bereits in dem Tutorial zum Thema primitive Werkzeuge gezeigt, daher werde ich hier nicht mehr im Detail darauf eingehen. Aber die Grundidee ist, ihr nehmt einen Block Erde, den ihr am besten in der Nähe von Wasser platziert, nehmt eine Hacke, bearbeitet die Erde und pflanzt eure Samen da drin ein. Der Block darf bis zu 3 Felder von Wasser entfernt sein, damit er trotzdem noch bewässert wird. Alternativ könnt ihr auch eine Gießkanne nehmen und die Felder täglich gießen. Würde ich jetzt aber vielleicht nicht empfehlen. Ist einfach zu aufwendig. Daher bietet es sich am Anfang an, das Feld in der Nähe eines Sees oder in einem See anzulegen. Des Weiteren ist es hilfreich, wenn ihr euer Feld mit einer Mauer umschließt. Warum ist das sinnvoll? Ihr seht es schon, da hinten rennt ein Hase davon. Es ist ganz einfach so, wenn ihr leckere Samen ausbringt und zum Beispiel Karotten anbaut, dann weckt das Begehrlichkeiten bei den kleinen Nagern, die sich dann darüber hermachen und eure wertvolle Ernte stehlen. Ihr seht schon, ihr pirscht sich hier ran und würdet zu gerne in das Feld einbrechen, das ich dahinter angelegt habe. Ähnliches gilt auch dafür, wenn ihr Beerenbüsche zum Beispiel pflanzt, daran bedienen sich die Waschbären. Also es bietet sich an, eine mindestens 2 Blöcke hohe Mauer um euer wertvolles Saatgut und eure Beerenbüsche herum hochzuziehen. Einfach zum Schutz. Ihr braucht nicht unbedingt eine Tür am Anfang in diese Mauer einzusetzen. Es reicht auch, wenn ihr mit etwas Abstand einen Block platziert, über den ihr dann drüber hineinhüpfen könnt. Seht ihr? Der würde zu gerne die leckeren Sachen naschen. Aber die sind alleine für uns. Hier hatte ich sogar schon einen, sagen wir, des Platzes verwiesen. Aber kommen wir nochmal zum Thema Erde. Es ist nicht ganz unwichtig zu verstehen, dass in Vintage Story Erde einen großen Einfluss darauf hat, wie schnell euer Saatgut wächst. Mit anderen Worten, wir haben Erden in verschiedenen Fruchtbarkeiten, zum Beispiel ausgedörrten Boden, Boden mit geringer Fruchtbarkeit, mittlerer Fruchtbarkeit und das Beste, was ihr finden könnt, ist Terra Breta. Die verschiedenen Fruchtbarkeiten habe ich hier nochmal aufgelistet. Ein weiterer interessanter Block ist Kompost. Den könnt ihr nicht in der Welt finden, aber ihr könnt ihn selbst herstellen, indem ihr 64 Items verrottetes Essen nehmt und in ein Fass packt und für 20 Tage versiegelt. Dann bekommt ihr exakt einen Block Kompost am Ende heraus. Das ist relativ aufwendig, daher würde ich euch empfehlen, immer die Augen nach Terra Breta offen zu halten und die mit einer Schaufel abzubauen und mitzunehmen. Was aber noch wichtig ist zu verstehen, wenn ihr erstmal ein Feld angelegt habt und habt etwas darauf angebaut, dann könnt ihr diese Erdblöcke nicht einfach abbauen und mitnehmen, sondern sie verschwinden, wenn ihr sie abbaut. Deshalb überlegt euch gut, wenn ihr Terra Breta platziert, dass euer Feld auch tatsächlich an dem Ort steht, wo ihr bleiben möchtet. Ansonsten verliert ihr die wertvolle Erde. Für den Anfang nehmen wir daher oft einfach Boden mit mittlerer Fruchtbarkeit und tauschen das dann später, wenn wir uns sicher sind, dass wir da bleiben möchten, wo wir sind, mit Terra Breta aus. Jetzt habe ich schon erwähnt, ihr braucht Samen. Im Spiel gibt es sehr viele verschiedene Arten von Samen. Es gibt zum Beispiel Karottensamen, Zwiebelsamen, Rübensamen, Pastinakensamen, Sojabohnensamen, Kohlsamen, Kürbiskerne und für die verschiedenen Getreidearten Reissamen, Roggensamen, Flachs und Dinkelsamen. Warum ist das wichtig? Nun, diese verschiedenen Lebensmittel haben unterschiedliche Nährwerte. Wenn ich zum Beispiel eine Rübe esse, macht mich das weniger satt, als wenn ich einen Kohl esse. Rüben wachsen allerdings viel schneller als Kohl. Deshalb ist es immer eine gewisse Abwägung, was man anpflanzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das können wir uns mal angucken, wenn wir hier reingehen, die verschiedenen Gemüse- und Getreidearten verbrauchen unterschiedliche Nährstoffe. Es gibt davon insgesamt 3. Hier zum Beispiel bei der Steckrübe sehen wir, sie verbraucht den Nährstoff N. Die Karotte verbraucht den Nährstoff K. Und die Pastinake den Nährstoff P. Was genau heißt das? Das heißt, bei jedem Wechsel eines
einer Wachstumsphase. Das heißt, wenn die Karotte etwas größer wird, verbraucht sie ein kleines bisschen von dem Nährstoff K, den die Erde, auf dem sie wächst, zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn wir uns hier angucken, der mittlere Boden hat insgesamt 50% des Nährwerts K in seiner Naturform. Diese Karotte ist bereits etwas gewachsen, wodurch der Nährwert K nur noch bei 33,6% liegt. Wenn ich jetzt diese Karotte ernte und dieses Feld eine Zeit lang brach liegen lasse, füllen sich diese Nährwerte wieder auf. Eine andere Möglichkeit, um den Nährwert des Bodens nochmal zu erhöhen, sind Dünger. Davon gibt es drei verschiedene. Der einfachste Dünger, den ihr wahrscheinlich bekommen könnt, ist der aus Knochenmehl. Das heißt, ihr tötet Tiere, nehmt ihnen die Knochen ab und stellt dann in einer Mühle oder einem Mahlstein Knochenmehl her. Wenn ihr das auf die Erde anwendet, dann erhöht ihr entsprechend 3% des Nährwerts N, 30% des Nährwerts P und leider nichts von K. Wenn ihr den Nährwert K erhöhen wollt, braucht ihr Silvin. Das ist ein Gestein, das ihr in der Erde finden könnt. Und wenn ihr das zermahlt, bekommt ihr Kaliumcarbonat, das, wie ihr seht, 60% Nährwert K enthält. Der letzte Dünger, den ihr noch bekommen könnt, ist, wenn ihr in Höhlen diese weißen Schichten von Phosphor abbaut, bekommt ihr Kaliumnitrat. Dieses füllt N und K auf. Also auch das. Mit Kaliumnitrat und Knochenmehl seid ihr eigentlich schon relativ gut dabei. Silvin ist schön zu haben, aber braucht man nicht unbedingt. Ich hatte es bereits angesprochen. Die verschiedenen Pflanzen haben Wachstumsstadien. Je nach Pflanze haben sie unterschiedlich viele Wachstumsstadien. Also eine Steckrübe zum Beispiel hat 5, eine Karotte hat 7 und eine Pastinake hat 8. Das hat natürlich eine direkte Auswirkung darauf, wie lange es dauert, bis die verschiedenen Pflanzen fertig werden. Ich hatte es bereits erwähnt, eine Rübe wächst am schnellsten, Kohl wächst am langsamsten. Ja, das sind eigentlich schon fast die wichtigsten Punkte, die man zum Thema Farming wissen kann. Für den Anfang auf jeden Fall euer Feld einzäunen. Wenn ihr mittlere Erde findet, ist das gar wunderbar. Später solltet ihr auf Terra Preta wechseln. Hier habe ich tatsächlich noch vergessen, das zu bestellen. So sieht das dann aus, wenn das auch bestellt ist, beziehungsweise beackert ist. Ihr seht, Terra Preta hat wirklich sehr gute Werte. Also auf lange Sicht ist das der Boden, den ihr haben wollt. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial war für euch hilfreich. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren lecker angebauten Gemüse- und Getreidemischungen dann auch zu was Schmackhaften verarbeiten könnt, schaut doch im nächsten Tutorial zum Thema Kochen vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss.